Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2 hier im wunderschönen Baltikum. Wir sind gerade in Litauen unterwegs. Ich zeige euch das mal kurz. Ich glaube, das sollte ich immer mal am Anfang von so einer Folge machen, damit man so ein bisschen auch einen Überblick hat, wo wir gerade. Nee, Moment, wir sind gar nicht mehr in Litauen. Oder? Warte mal, das ist Estland, Lettland, Estland. Wir sind hier unterwegs im Baltikum. Schön, dass du wieder da bist. Ich muss natürlich jetzt auch noch eine Sache loswerden in Richtung der LS-Leute. Moment, wir sind ja viel zu schnell unterwegs in Richtung der LS-Leute. Ach, guck mal, wie schön. Gab's das schon? Kleines Häuschen mit Bushaltestelle. Auch toll. Natürlich, ich bin nur ein Mensch. Und mit einem Blick in den aktuellen Sendeplan ist, glaube ich, jedem und seiner Mutter klar, das konnte ja so... Boah, das Force Feedback. Das ist irgendwie... Boah, ich habe hier, warte mal, wir müssen mal hier... Die haben da irgendwas geändert am Force Feedback. Und zwar, wenn ihr das gleiche Problem habt, ihr könnt hier Geländeeffekte sind das, glaube ich. Gehen wir mal ein bisschen runterstehen. Alles andere möchte ich ja drin lassen. Aber die Geländeeffekte sind teilweise hier sehr, sehr stark. Und das Rappeln, das nervt euch natürlich dann entsprechend auch. Ist immer noch sehr stark. Also das scheint irgendwie in dem Patch auch geupdatet worden zu sein. Und normalerweise, ihr habt das ja sonst immer gehört, wenn ich irgendwo, wie das für mich üblich ist, vor eine Wand gefahren bin oder so, ne, dann, hat man das ja auch sehr stark gehört. Das ist gerade wieder der Fall. Und ich weiß nicht, ich glaube, das nervt euch ziemlich beim Zuhören. Andererseits, ich könnte es ja auch noch mal ein bisschen drin lassen, so nach dem Motto, dass ihr mal seht, da ist auch Leben drin. Und ich erahne schon die nächste Frage, welches Lenkrad fährst du? Das Logitech G27, den Nachfolger G29, habe ich euch in der Videobeschreibung... Hallo, hier ist er. Sie haben langsam Angst hier. Hier passiert ja nichts. Warte mal. Ja, das ist aber irgendwie. Entschuldigung. Force Feedback Stärke ist schon runtergerät. Schwergängigkeit, die kann ja ruhig oben bleiben. Zentrierung, ist das der Motor? Soll das ein Motoreffekt sein? Aber dann müsste ja der Motor irgendwie kaputt sein, oder was? Schauen wir mal. So, und dann würde ich gerne mit euch so ein bisschen hier die Gegend anschauen. Wir werden natürlich auch hier wieder, wie wir das immer tun, auch so ein bisschen über Themen reden. Aber zunächst einfach mal so ein bisschen auch die Eindrücke auf uns wirken lassen. Wir sind auch gleich schon am Zielort. Das heißt, wir können jetzt schön hier ein paar Strecken nehmen, die hier oben in der Gegend rumschwirren. Ein Thema, was ja auf jeden Fall schon gewünscht wurde, wenn ich mal wieder talke, wäre übrigens der Artikel 13. Schön, dass ihr da auch eine kompetente politische Einschätzung von mir haben wollt. Ich selbst ja seit 24 Jahren in der Politik aktiv unterwegs und am Ball. Das ist auch wichtig, dass man sich mit befasst. Das betrifft uns ja eigentlich alle, auch wenn wir das immer nie so wahrhaben wollen. Und auch hier dieser Artikel 13, aber dazu dann in der gesonderten Folge mehr. Hier wollen wir erstmal wieder ein bisschen reinkommen ins Spiel. Wir haben ja den Schwerlast-DLC uns angeguckt. Das haben wir als neue Spielkomponente. Und ich muss sagen, wenn solche Sachen neu reinkommen, kriege ich häufig die Frage, ja, was ist denn was, worauf du dich dann wieder am meisten freust in so Spielen? Mit LS jetzt zum Beispiel, was ist deine Lieblingsmarke und so? Und hier überlege ich gerade, über was freue ich mich eigentlich mehr? Neues Gebiet? Oder neue Mechaniken. Treue Zuschauer ahnen wahrscheinlich schon, was ich wahrscheinlich gleich sagen werde. Aber ich muss noch eben kurz einen Schluck trinken. Ihr merkt, meine Stimme geht weg, weil ich so viel aufgenommen habe. Also ehrlich, Leute, das ist im Ernst mal, ne? 5 Folgen am Tag. Das auf 2 Kanälen. Der eine Kanal muss eigentlich nur auch noch befüllt werden mit Echo und so. Das ist schon hart. Sekunde mal, ich trinke mal gerade einen Schluck aus meiner... Übrigens, ist ja bald Weihnachten, ne? Die wunderbare, ich trinke mal eben einen Schluck Tasse und so weiter. In unserem Fanshop. Da gibt es auch fantastische andere Sachen. Und auch da haben wir darauf Wert gelegt, dass wir
einen Shop mit hervorragender Qualität haben, wo jedes Teil noch einzeln für euch dann auch angefertigt wird. Und vielleicht ist ja auch für euch was zu Weihnachten dabei. So, ich trinke mal einen Schluck. War es nicht auch in Südhemmern oder war das Belgique Profonde? Wo immer an einer Kurve, aus welchem Grund auch immer, ich weiß gar nicht warum, ich dann das Bedürfnis hatte, was zu trinken und da kam doch immer auch dieser Spruch. Wo wir dann traditionsgemäß die Federstadt Seemaschine mit Direktsaat genommen haben und so weiter. So, eine weitere Frage, die wir klären müssen natürlich hier jetzt im Verlauf dessen, dass wir jetzt weiterspielen, nicht nur, was ist hier alles neu und wenn ja, wie viele, sondern auch, was ist unser Ziel? Denn ihr seht, wir haben ja schon wieder so ein bisschen Geld gesammelt. Und wenn ich jetzt frage, welchen Truck ich nehmen soll, gibt es eh, dann müssten wir mal gucken, welchen haben wir noch nicht gefahren oder so. Oder ich müsste gucken, wo ich jetzt wirklich die nächste Steigerung hätte, hinsichtlich Getriebe oder so. Also weiß ich nicht, ne? Es gibt ja dann immer so, wir sind jetzt Level 21, ich glaube auf Level 22 gibt es ja die nächste Motorisierungsstufe bei den ein oder anderen Trucks. Dann wirklich nochmal komplett neuen Truck zu kaufen. Nochmal ein neues Gefühl. Dann müssen wir immer nur darauf achten, dass wir einen haben, wo wir das Display gut lesen können. Denn ich sitze ja hier ein bisschen weit weg. Und gleichsam natürlich den aktuellen Truck dann auch einen weiteren Mitarbeiter übergeben, der dann den fährt. Wir könnten natürlich auch auf total verrückte Ideen kommen, wie zum Beispiel den Kredit zurückzahlen. Das wäre noch schöner. Aber wir haben diesem LKW auch schon 13.000 Kilometer zurückgelegt und damit ungefähr, übrigens, ungefähr so viel, wie hier allein an Straßennetz, wenn ich den Packungstext richtig in Erinnerung habe, dazugekommen ist. Aber die haben ganz viele neue Gebäude gemacht. Ich habe das nur überflogen. Ich habe einen Punkt ist zum Beispiel in Erinnerung geblieben, so eine Yachtfabrik. Also nicht eine Jagdfabrik, sondern eine Yachtfabrik, wo Yachten hergestellt werden. Und das ist insofern interessant, als dass wir hier in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, hatten wir auch einen, ich glaube, die haben Segelboote hergestellt, die Firma Dela, falls das jemand was sagt. So, zum Beispiel das hier rechts, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ist ja wohl kein Bahnhof, oder? Wir lieben doch Züge. Ist das ein Bahnhof? Jedenfalls scheinen wir hier auch übrigens an der Grenze zu sein. Kann das sein? Kann das sein, dass hier da wieder die Grenze ist zu Estland, Litauen? Ich kenne die Flaggen nicht. Aber ich hätte jetzt geschätzt, so von meiner warte mal, das ist aber Estland, oder? Rot, weiß, rot. Aber dann müssten wir jetzt in Litauen sein. Ich hatte ja mal erzählt, dass ich Erdkunde-Leistungskurs habe. Irgendwann mal. Hatte. Und den hatte ich übrigens wegen dem Lehrer. Habe ich, glaube ich, auch schon mal hier erzählt, ne? Aber der war einfach toll. Das war einfach ein ganz toller Lehrer. Der hat man immer gerne zugehört und ich wäre auch gerne so wie der. Ich würde auch gerne so unterhalten können. Der hat es immerhin geschafft, einen Klassenraum eine Dreiviertelstunde lang voll zu texten und es ist keiner gegangen. Hier bei mir gehen die Leute nach 7 Minuten Videozeit. Also irgendwas mache ich falsch. Da kommt ja wohl kein Mähdrescher angefahren. Da kommt ja wohl kein Mähdrescher angefahren. Ja, was ist denn hier los? Sind wir im LS oder was? Eieiei. Ja, das war wirklich einer der Gründe, warum ich den Leistungskurs gewählt hatte, in der Hoffnung, den zu bekommen. Und natürlich, weil ja, das näher an meinem Interessengebiet dran lag als Politik, wobei Politik natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens ist. Nicht, weil ich in der Politik aktiv bin, aber weil es mich halt interessiert. Weil ich finde die Debatte interessant, ja? Die Debattenkultur. Die Debattenkultur im Moment nicht. Die wird ja gerade kaputt gemacht. Aber jetzt fahren auch Trecker auf der Straße. Was ist denn hier los? Sag mal, ist das hier das LS-Update? Oder soll das heißen, hier in Osteuropa sind, da gibt es keine Industrie, da fahren deswegen die... Hallo, politische Botschaften. Das könnte übrigens auch der ein oder andere mittlerweile
bei einem Blick auf die Karte auf politisch inkorrekte Schlüsse kommen, ist mir mal so aufgefallen. Also so langsam. Ich sage jetzt nichts dazu, weil das geht schon mal ganz schnell, dass auch nur eine Andeutung da verkehrt ist, aber ich sag mal so. So von den Gebieten her. Das. So ähnlich gab's das mal. Sagen wir es mal so. Wobei da oben ist noch ein Teil von Russland dabei jetzt. Und ja, ich sag mal, Italien, ganz Frankreich, runter bis oben Großbritannien und so. Naja. Was ist denn hier los? Warum gibt der Fahrer dieses LKWs kein Gas? Achso, weil ich hier 50 fahren darf. Oh, fahren wir jetzt hier nur über Landstraßen oder was? 3 Stunden lang noch. Na, das kann ja eiter werden. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie euch die erste Folge gefallen hat. Das haben wir ja ein bisschen anders gemacht. Immer mal wieder meine Bemühungen, auch Dinge mal einfach zu ändern. Und eigentlich, als großer Olympia-Fan, müsste ich doch eigentlich die Flaggen erkannt haben. Ich schäme mich auch schon wieder so ein bisschen. Aber weil, Estland ist es nicht. Estland ist, glaube ich, weiß, schwarz, blau. Oder schwarz, nee, warte mal. Weiß, blau, schwarz, irgendwie so. Und dann habe ich in Erinnerung... Ah, ich weiß nicht, so. Kreditraten übrigens, 5.788. Wenn wir diesen Auftrag abschließen, kriegen wir 35.000 rein. Also wir könnten theoretisch auch jetzt mit Kredit unser Imperium aufbauen. Alter, was für riesige Kreisverkehre hier. Mit Insel in der Mitte und alles. Oh, wie toll. Können wir gleich ein bisschen schneller fahren hier. Und da scheint mir echt... Oder ist das nicht? Das sind... Okay, das war eine normale Tankstelle. Das ist übrigens auch ein Punkt, wo ich mir wünschen würde, vielleicht dann mal wirklich dann mit Marken zusammenarbeiten, meine Tankstelle. Gut, die 2 Stunden, die schaffen wir, glaube ich, noch. Aber Litauen ist auch nicht rot-weiß-rot. Rot-weiß-rot ist das andere, glaube ich. Also dieses Wein-rot-weiß-rot. Estland, das ist Lettland, glaube ich. Und dann wäre Litauen, das ist, glaube ich, auch so eine Lasterman-Flagge, ne? Irgendwas mit Gelb, Rot, Blau, Grün, irgendwie sowas. Gelb, Blau, Rot. Kennt ihr das? Ihr habt das so ganz dunkel in Erinnerung, wisst aber nicht wirklich genau. Und dann wollt ihr klug scheißen. Oh Mann, wir sind zu schnell. Dann müssen wir die nächste Pause machen, guck mal. 1,19. 2,13. Und wie lange haben wir noch Zeit? 13 Stunden. Nee, komm, wir machen die Pause, nachdem wir abgeliefert haben. Oh, guckt euch mal das Dorf an. Ich überlege gerade, gab es denn auch wirklich mal so kleine Orte im Eurotruck-Simulator? Ja, oder? In Italien zum Beispiel. Und oben in den nordischen Gebieten. Müsste es eigentlich welche gegeben haben, oder? Was ich meine, was mir auffällt, ist, dass wir auf jeden Fall wieder so ein bisschen saubereren Straßenverlauf haben. Mit mehr Abwechslungsbauteilen. Schöne Brücke hier. Schön.
Tja, und ob wir es schaffen, bevor wir auf fahrender Strecke einschlafen, während dem Fahren, seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, empfehlt das Video weiter, überall, wo über Euro Truck Simulator 2 diskutiert wird, über das neue Addon. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ja, ist ja gut.